Good afternoon. It's a great pleasure to be able to say to you, welcome to Cabal Vision HD. Are you ready, Bob? I was born ready. Time to put all that training and knowledge to the test. Let's play Blood Bowl! It should be a great match. So, yes, willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Da ist mir wohl meine Audio-Software gerade abgestürzt. Ein Albtraum für jeden Streamer. Willkommen zur vermutlich letzten Runde in der Ausscheidungsphase in der Naga Frühlingsliga. Blood Bowl, euer Lieblingsspiel der Kombination aus Glückswürfelspiel, Fantasy Football und gleichzeitig noch Schach. Wer liebt es nicht? Willkommen im Stream. Ich hoffe, ihr werdet heute Freude haben. Es wird vermutlich so sein, dass wir erstmal das Trinkgeld von Wayne aktivieren, das er uns letztens beim Cyberpunk-Stream gegeben hat. Herzlichen Dank nochmal dafür, da hat es nämlich ein bisschen gebackt. Unser Team, ja, wir hatten ein bisschen Unglück, wir sind leider gegen sehr gute Spieler am Anfang der Liga angetreten, hatten dann noch ein bisschen Unglück mit unseren Würfeln. Das ist dann in den späteren Spielen deutlich besser geworden, aber gerade von dem Anfang haben wir uns schwer erholt können. Ich muss zugeben, ich habe, denke ich, auch ein kleines bisschen ungeschickt geskillt. Ich denke mal, wir hätten uns einen Werfer mit Throng, aber nicht so richtig das Geniale. Ja, auf jeden Fall haben wir Wayne als unser genialen Mighty Blow Stormworm in Red Ogre mit Stand Firm. Wir haben zwei Gutter Runner mit Block und Sidestep und einen Wrestle Gutter Runner. Unsere Gegner sind Panthers, Prügelbande, die Grünhäute, die ich jetzt auch in der Open CCL spiele. Sie haben einen Killer, den Rammer mit Mighty Blow und Piling On, zwei Guard-Spieler, einen Thrower mit Block und einen Troll, drei Rerolls, ein Apotheker. In der Gesamtübersicht des Leaderboards sind meine rasenden Riesenratten trotz der sehr unglücklichen Spiele noch auf Platz 5 gekommen. Aber leider werden wir wahrscheinlich, selbst wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir zwar von den Siegen her gleich auch, aber von der Gesamtpunktzahl werden wir nicht weiterkommen. Deswegen geben wir heute alles. Wir geben trotzdem alles, Leute. Und wir werden euch ein unterhaltsames Spiel liefern. Und im Anschluss, vielleicht kriegen wir noch eine Wildcard, weil irgendein anderer Spieler rausgeht. Wer weiß das schon. Wer weiß, wer der nächste Knuffles Auserwählte wird, dann könnten wir noch weitermachen. Aber wir werden auf jeden Fall mindestens die Hamster-Moschers weiterspielen. Meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Blood Bowl an diesem 12.05.2021. Wir haben 100 Petty Cash. Wisst ihr was? Was nehmen wir uns mit? Wir könnten uns einen Zauberer leisten. Wir könnten uns einen Fest Star Player leisten. Wäre irgendwie auch ganz unterhaltsam. Ja, was nehmen wir? Wir werden heute ein freudiges Spiel machen. Ein Zauberer. Wir können einen Zauberer nehmen. Eine Bribe würde wahrscheinlich nicht gehen. Bringt uns ein Zauberer was? Ja, komm, wir nehmen einen Zauberer mit. Und ein Babe. Damit die Anzahl unserer Spieler gut bleibt. Vielleicht. Wir können unser ganzes Geld ausgeben. Denn, ja, wir brauchen uns vermutlich nicht mehr. Mit dem Zauber können wir vielleicht ein bisschen Action hier reinbringen in dieses Spiel. Um euch zu gefallen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo Porto, Digga, Lino, Hamster, Punker, Tanaka Works, Lead. Oh, schon lange kein Lead Speak mehr gesehen. Cactus Games, TV Reaper, Graf Sunboon. Ah, Fimo. Wer zu der Zweite?
Für Gregor nicht vorhanden. Raggi Krawutke, auch ein neuer Name hier. Willkommen. Willkommen. Tja, Blood Bowl ist das Spiel, das man hasst zu lieben und liebt zu hassen. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man... wir dürfen sogar prinzipiell anfangen, aber ich denke, wir werden verteidigen, wie es für die Skaven am sinnvollsten und am üblichsten ist. Wo ist unser Loner? Wir müssen noch einen Loner irgendwo haben. Hi, good luck, fun. Good luck, have fun. Sarath der Zweite in seiner zweiten Generation darf nach vorne. Sturmratten müssen... Ach nee, stimmt, ich hatte ja einen Spieler mehr. Deswegen haben wir niemanden auf der Bank. Wir stellen unsere Spieler relativ breit auf, damit ja die Grünen heute sich auch breit aufstellen müssen. Ich denke, das ist sinnvoll. Du darfst eigentlich nur 40k von deinem Geld dazugeben. Du hast aber... Tja. Neustart. Ach, und schon ein Regelbruch. Es hat direkt mit einem Regelbruch begonnen. Ich weiß, glaube ich gar nicht, ob wir tatsächlich neu starten können. Vermutlich geht's nicht. Naja. Egal. Beziehungsweise vielleicht auch nicht egal. Kann man das überhaupt neu starten? Ich glaube nicht. Wir können es nicht neu starten. Nun ja. Ich bin halt ein Cheater. Ein oller Cheater, Leute. Der Zauberer ist also regelwidrig. Tja, das ist mir sowas von egal. Ich hau mir trotzdem rein. Wer den... Tja. Tja. Must be rough. Okay, kann losgehen. Die Skaven stehen bereit. Du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Bin da zuversichtlich. Wir werden ihn auch nur im Notfall benutzen, Leute. Nur im Notfall. Ach, Lastrani, jetzt sag mir doch nicht so. Hi Lennart, willkommen im Stream. Und das dran. Wir dürfen nur 40.000 von unserem eigenen Geld benutzen. Das ist ja eine Sauerei. Dann hätte ich mir nochmal einen Spieler holen können. Wer hat sich diese Regeln denn ausgedacht? Ich weiß nicht. Zum Glück gibt es die in der Champions Clan League nicht. Und deswegen ist... Ah, ist natürlich auch noch nicht so gebalanced wie hier. Tja, wenn ihr mit Hamster spielt, müsst ihr mit Cheats rechnen. Ist die einzige Art und Weise, wie ich gewinnen kann. Ist ja klar. Ist ja klar. Wundert mich ein bisschen. Hauptsache Gewinn. Regel, da braucht ihr schon. Richtig, Skin. Yes, yes. Immer fair. Regelwerk, Regelwerk, yes, yes. Dumme Grün heute kaputt. Wie fand ich den neuen Trailer von Total Roma 3? Ich habe ihn auch schon gesehen. In der geleakten Version. Ist okay. Wundert mich ein bisschen, dass er sich so aufstellt. Der ist ja eigentlich Angreifer. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das gerade... Dass er gerade verwechselt, dass er Angreifer oder Verteidiger ist. Na, ist okay. Kann er machen. Natürlich nicht. Würde ich niemals tun. Hamster. Skaven-Ehre. Skaven-Ehre. Oh, ist natürlich schon extrem fies, ne? Extrem fies. Extrem fies. Ich benutze mein Babe nicht. Ich benutze mein Babe nicht, ist doch klar. Ich meine, Moment, wir haben 100.000 Inducement Money bekommen, plus nochmal, habe ich 100.000 nochmal gehabt, gut, ich meine, okay, das Babe, ohne das Babe wäre es okay. Good luck, have fun. Na, dann mal los. Merkwürdige Aufstellung, dafür, dass er im Angriff ist. Perfect Defense. Und das ist ja eigentlich ganz nett.
Perfect Defense und mit etwas Glück landet. Wie stellen wir uns jetzt auf? Am geschicktesten. Jo. Tja. Er greift ja an. In der Tat. So, wie stellen wir unseren Rattenogre hin? 1, 2, 3, 4. Wenn wir den Rattenogre hier hinstellen, kriegt er. Ist es eben nicht möglich, einen Support zu bekommen. Dann kann er sogar stehen bleiben, um ehrlich zu sein. Okay. Halt doch, er kann Support bekommen, weil er hat ja Guard-Spieler da im Hintergrund. Ich depp. Ja, okay. Weil er hat ja Guard-Spieler. Okay, stellen wir uns mal so auf. Oh, der Schwarzrock hat den Ball gefangen. So eine Sauerei. Ja, der neue Trailer von Total War 3. Ich habe ihn nur kurz in der Low-Res-Version, als er geleakt ist, auf Facebook gesehen. Das hat nämlich auch jemand hochgeladen. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nur so mäßig beeindruckt. Aber ein weiteres Video für den Hype Train, Leute. Ein weiteres Video für den Hype Train. Also, Skaven-Ehre besagt folgendes. Wenn wir das Spiel ohne den Zauberer gewinnen, dann machen wir das. Wenn wir es nicht ohne den Zauberer gewinnen, benutzen wir ihn. Das ist unsere Skaven-Ehre. Ich meine, nein, wir benutzen Zauberer. Natürlich nicht. Skaven-Ehre. Skaven-Ehre nicht benutzen. Nein, nein, niemals. Niemals nicht. So ist es, Leute. So ist es. Gut für uns, er bekommt nur zwei Blocks, aber das heißt bei den Skaven nicht unbedingt viel. Er hat ja einen Rammer-Blitzer, mit dem er uns killen kann. Um ehrlich zu sein, hätte ich hier hinter unseren Lineman noch einen zweiten Spieler stellen sollen, weil das macht seinen Blitz sehr einfach auf der Seite. Naja, schauen wir mal, was passiert. Tja. Hallo Gabriel von Helsing, willkommen und Showphobic. Die Skaven sind in der Tat coole Kreaturen und sie werden hoffentlich in Blood Bowl 3 nochmal ein bisschen cooler. Die ersten Videos dazu kamen raus, das sah noch ein bisschen merkwürdig aus, aber wir haben ja noch ein paar Jährchen Zeit, bis das rauskommt. Guard, Blitzer direkt nach vorne und Mighty Blow Piling On auf Markus W. Und leider ist Block OP. Wir gehen zu Boden, wir sind gestunt. Springt er drauf? Wir faulen dann auf jeden Fall hinterher. Er springt bestimmt drauf. Oder? Nein, nicht. Er springt nicht drauf. Okay. So, was machen wir? Immer noch ein schönes Ziel. Drama, den Blitzer kaputt zu hauen. Das geht mit bisschen noch wenig Aufwand. Und er kann ihn... Oh, und da ist der erste Reroll weg. Nice. Ja, wir hauen da sofort ein Feuerball rein. Skaven-Ehre. Oh, damit er so richtig angepisst ist für den Rest des Spiels. Was meint ihr, Chat? Was meint ihr, Chat? Ansonsten würde es nämlich bedeuten, er hat einen Geldvorteil von 50.000. Hallo, Katalin Bürger. Willkommen. Im Stream. Skaven-Ehre. Boom! Oh Gott, die schlechteste Aktion aller Zeiten. Die einer der schlechtesten Feuerbälle. Skaven-Ehre. Aber Naffel. Naffel macht safe. Tja. Naffel hat ihn gerettet, den Guten. Was für eine Sauerei. Da will man einmal ehrlich betrügen. Da will man einmal ehrlich betrügen und dann macht Naffel einem den Strich durch die Rechnung. Leute, 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 Leute.
Das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Na gut. Wir könnten ihn auf den Ball schieben. In der Hoffnung, dass wir... dass der Ball gut fliegt und wir ihn uns schnappen können. Das probieren wir aus. Weil wirklich gut liegt er da nicht. Oh, wir sind so richtig arschig heute. Oh, so richtig arschig. Er wird uns hassen und nachher werden wir... Tja, kein Fairplay hier also. Nee, heute nicht. Ich meine, er hat eh gewonnen, also ne. Und nachher wird das Spiel sowieso als automatisch in Niederlage für mich gewertet, so wie ich es kenne, nicht wahr? Insofern, meh. Unser Wild Animal bewegt sich sogar. Ja, wir können den 4-plus Pickup machen oder den 3-plus mit eingebautem Team Reroll. Okay, wir stellen einen Gutter Runner noch hier hin. Auch wenn es riskant ist. Fair Play. Wie kommen wir denn dahin? Na, dann schauen wir mal, ob wir den Ball kriegen. Wir bekommen ihn. Tja. Das hat schon ein bisschen Geschmäckle, aber wir wären doch keine Skaven, wenn wir das nicht so machen würden, oder? Seien wir ehrlich. Wir wären doch keine Skaven, wenn wir das nicht so machen würden. Wir haben zwei Gutter Runner in Touchdown-Reichweite. Ich benutze mein Vape nicht, dann ist fair. Pau gegen unseren Gregor den Zweiten. Dann alles gut. Solange der Stream fröhlich ist, bin ich zufrieden. Boah, eine Doppel-Eins. Das war mal wieder ein typisches... Oh, meine Güte! 1, 1, 2, 1, 1, 2, Totenkopf. Das war echt ein geiler Feuerball. Jede andere Aktion hätte uns sofort gekillt. Geil. Oh, der Feuerball war das Einzige, was uns gerettet hat. In diesem Zug. Tja. Was können wir machen? Wir können mit dem Gutterrunner hier nach rechts laufen. Mit God Eater anschließen. Wir können hier eine Ballübergabe machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zwei Felder vorgehen und dann vermutlich auf eine 3 plus hier passen. Ist es verrückt? Ist es unnötig riskant? Ja. Wir müssen es trotzdem machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und naja. Ja. Black Panther kriegt dann nachher seinen Sieg von den Liga-Admins zugewiesen. Und dann, naja, ist auch egal. Und seine SPP und Hamster wird unehrenhaft entlassen aus der Liga.
Na klar, zwei Leute haben mich darauf hingewiesen, dass das nicht in Ordnung ist. Tja, gönn's mir. Gönnt mir die kurzfristige Genugtuung. Die Aktien sind sowieso im Keller. Naja, komm wieder hoch, aber... Es schmerzt. Es schmerzt. Und noch zwei Going Forwards. Auf unseren armer Katalea. Mal sehen. Einmal Erfolg. Jetzt kann er sich aber nicht mehr weiter bewegen. Mir ist es an sich egal. Ich komme auch so weiter. Okay, was machen wir hier? Wir blocken Balbok, den Blitzer hier hinten, mit Mighty Blow. Denn Skaven sind schön und schnell. Falls es nicht funktioniert, möchte ich hier allerdings einen Spieler zur Absicherung haben. Das geht nicht, muss eigentlich hier stehen. Naja, okay, dann hoffen wir einfach, dass es funktioniert. Es hat funktioniert, sehr schön. Wir schieben ihn weg und bleiben einfach hier. So. Okay, dann ist die Seite erstmal offen. Kann der Rattenogre sich hierhin bewegen? Das wäre schon ganz okay. Er bewegt sich nicht. Wir haben die 2 geworfen. Glücklicherweise ist sie hier gekommen. Und nicht zu einem ungünstigeren Zeitpunkt. Gut, dann kommt unsere Clan-Ratte. Sichert immerhin hier ab. Hier sichern wir ab. Dann machen wir den Dodge. Obwohl das Tackle, da wollen wir nicht einfach durchdodgen. Erster erfolgreicher Dodge. Zweiter erfolgreicher Dodge. Wir gehen in die Touchdown-Zone. Auf 2 plus durch oder... Ja, ich glaube, wir machen den Pass und den Touchdown. Was haltet ihr davon? Weil unser Werfer ist leider ein bisschen langsam unterwegs gerade. Und wir sind Skaven. Skaven sind bekannt dafür, schnell zu sein. Aber falls es schief geht, will ich ihn noch hier haben. Gut. Das war die 3, das hätte schon mal nicht funktioniert. Markus, du darfst aufstehen und das Beste tun, was du kannst. Ja. Dann hoffen wir mal das Beste. Gut. Und es war zwar ein Tackle vorbei, aber ist okay. 3 plus. Bleibt bei einer 3 plus. Also 3 plus, 2 plus. Da ist die 1. Da ist die 5. Und Nuffel ist sich treu, aber nicht den Skaven. Huh. Huh. Schwarzorg mit 2 Going Forwards kann uns aber nicht aus dem Feld rausschieben und wir haben Sidestep, deswegen stehen wir noch relativ sicher. Weitere Spieler kann er nicht dorthin bringen.
Mit Slimer käme er eins. Ja, er kann nur von links mit seinen Blitz machen. Von anderen Seiten geht es nicht. Und wir haben immerhin 1, 2, 3 Gutterrunner und 2 Linemen in der Gegend. Und er kann sie nicht alle blockieren. Jedenfalls nicht so richtig. Do it in Blood Bowl 3 geht es nicht mehr so leicht mit dem Passen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Immerhin noch kein Skaven tot. In Zug 2. Oh, wir haben echt eine ganze Menge Einser geworfen. Zum Glück nicht bei den Dodges. Aber wenn Dodges hätten wir sie uns erlauben können. Boah, zum Glück haben wir den Zauber. Ah, okay, mal sehen, was passiert. Wir haben einen Help No Gutter Runner. Der kann noch vor. Den Blitz hebt er sich auf für einen Schubser. Okay. Nicht zu heftig momentan für uns. Baron Harkon lebt und steht. Und da kommt der Blitz. Zwei Going Forwards in den zwei Würfelblock gegen Block und Dodge. Und dann steht er auch noch neben dem Ball. Oh, hier unten wurde. Oh! Da ist der Reroll weg. Reroll in den Chain Push um den Ogre. Ne, den Troll. An God Eater ranzubringen? Nein, okay, er schiebt ihn weg. Ich hätte mich eher an meinen God Eater Thrower rangeschoben. Die Frage ist nur, wer macht den Touchdown? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder Help No. Help No ist immer ein guter Kandidat. Oder Baron Harkon. Aber du bist gerade hier unten rumgeschubst worden. Ja, tut mir echt leid. Hallo Uncle Phil, schönen guten Abend zur Cheater-Runde. Heute macht Hamster echt Ärger. Heute macht Hamster Ärger und alle hassen ihn. Tja. Und da ist der Blitz und es ist der Schubser. Wo gehen wir hin? Bestimmt nicht auf den Ball. Wir gehen eher hier hin. Das sieht doch ganz gut aus. Folgt er uns? Er folgt uns nicht. Okay. Okay. Nochmal zwei Going Forwards. Okay. Was machen wir hier? Wie machen wir das am geschicktesten? Unsere Spieler sind gebunden, aber hier ist nirgendwo Tackle. Das heißt, wir kommen recht gut raus. Wenn wir hier noch einen Gutterrunner hinstellen. Dann können wir den gegnerischen Blitzer wegschieben oder wegpauen. Noch besser. Können seinen Lineman blitzen. Sogar mit Mighty Blow. Sogar mit Doppelpow. Dann hätten wir gar nichts machen können. Müssen hätte alles auch so funktioniert. Aber Nuffle ist mit ihm. Wir bleiben hier stehen. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir tun wollen? Vor dem 2 Plus mit dem Reroll? Die Antwort lautet eigentlich nicht. Gibt es noch irgendwelche anderen Blockaktionen oder so ein Kram? Ehrlich gesagt nichts, was uns wirklich interessiert. Da ist die 2 Plus und da ist denn der wahrhaftige Skaven Touchdown. Skaven Touchdown für Katalea. Well played. Well played. Heute wieder Orks, die nichts drauf haben, Faxandun. Ah, im Discord habe ich es gesehen.
Die sind von Black Panther, quasi seine, die Cousinen von Lastrami. Simon hat gehofft, dass die Orks verlieren, weil Orks aus seiner Liga da einen Durchmarsch in die Playoffs verhindert haben. Der Kollektivhass ist groß. Kann ich verstehen. Orks sind meiner Meinung nach, vielleicht sogar, ich glaube, die sind eines der besten, wenn nicht das beste Team bei Blood Bowl. Und deswegen spiele ich es auch gerade in der CCL. Verrückt sind begeistert. Ja, ich auch. Ich auch. Es ist ein wahrhaftiges Skaven-Spiel. Ah, man muss es lieben. Nein! Nein, Baron Harkon! Meh. Das Babe wird uns nicht helfen. Nehme ich mal an, weil es ist ja. Es ist ja betrügerisch. Ja, was macht man in so einer Situation auf der anderen Seite? Black Panther ist jetzt einerseits total angepisst und hasst mich. Auf der anderen Seite wird er natürlich den Gewinn, den Sieg sowieso bekommen dann, weil ich ja diesen Zauberer illegal verwendet habe. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, ne, ne. Autsch, Hamsterpunker, nein! Oh, immerhin hat er ein Level Up. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr beschweren. Insofern, wir tun, was wir können. Wir hauen hier so viele Touchdowns wie möglich raus, Leute. So viele wie möglich. Maximale Anzahl. Ich krieg die Einsen, er kriegt die Sechsen, aber okay. Immerhin habe ich den Ball aufgesammelt und einen Touchdown gemacht. Was will ich mich beschweren? Das ist ein Hamster. Das ist ein Skaven-Nagerspiel. Skaven, yes, yes. Schnell zum Ball. Schnell den Touchdown. Wir haben schon lange nicht mehr die Skaven-Stimme. Oh, und da ist der nächste Armor Break. Jetzt kommen die Skaven und zeigen, wie sie umfallen können. Das ist das Skaven-Game. Das ist das Skaven-Game. Wo kommt der Blitz? Möglicherweise auf einen unserer Gutter-Runner? Haben die einen Block und Dodge. Und sein Troll ist klug. Er kommt weiter. Sehen wir einen Blitz auf unseren Troll? Wir sehen den Blitz auf den Troll. Und da kommt dann bestimmt auch der Piling Orne zu. Erfolg hat er auch noch damit. Do not use Stand Firm. Sonst kann er nämlich noch irgendwie faulen. Naja, er würde nicht faulen. Aber wir stehen noch. Und wir können einfach drauf treten. Ah, er peilt an. Aber uns geht's gut. Unser Rattenoger lebt. Und jetzt muss er noch den Ball aufsammeln. Und das ist bei... Genau, 3 plus. Easy. Easy 6. Kann man bei dem Spiel cheaten? Eigentlich nicht. Eigentlich geht das nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht wie. Also ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht schon. Aber ich weiß nicht wie. Ja, wir können hier super auf super Art und Weise den Blitzer... diesen Blitzer jetzt faulen, wenn wir wollen. Haben wir da Lust drauf? Ich habe da schon Lust drauf. Der steht nämlich echt in einer unangenehmen Situation für alle Beteiligten. Ein Support. Help no. Zweiter Support. Sehr schön. Ist zwar ein Schwarzog und wird wahrscheinlich hier keinen Unterschied... Oh! Schöner Stun. Nehme ich gerne. Nehme ich gerne mit. Und dann können wir auf unseren Gegner noch drauf springen. Rattenunger steht sogar auf. Wer springt auf ihn drauf? God Eater darf einmal faulen, würde ich sagen. 8 plus faul ist nicht die Aktion mit der schönsten und höchsten Wahrscheinlichkeit, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Wir wollen außerhalb der Reichweite des Meister Yoda Blitzers bleiben.
Das heißt, wir stellen uns hier hin. Hier sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Hier, Cyrus, den Lineman, lassen wir erstmal stehen. Viel wird er eh nicht machen. Hier können wir noch Katalea hinstellen, damit das Support gegen den Rattenogre nicht so leicht wird. 3 Support Foul, wir sind Skaven, Leute. Zeigt, was ihr könnt. Tja, hätten uns lieber eine Bribe geholt, huh? Hätten wir uns lieber eine Bribe geholt. Uff, unsere Fouls laufen, laufen nicht. Eine Doppel, nicht mal ein Armor Break. Und damit hätten wir nach dem ersten Touchdown bereits 3 Spieler draußen, 2 permanent. Ach Gott, Ita, kannst du nicht ein bisschen vorsichtiger faulen, dass das keiner mitbekommt? Unangenehm. Hi Blue Hamster. Ich habe mal gehört, man kann sich irgendwie bei einem Spiel, also bei diesen Blood Bowl Spielen ist es so, dass alle Würfel, die geworfen werden, direkt schon vor dem Anstoß generiert werden. Also es ist praktisch eine vorgefertigte Liste an Würfelwürfen, die erzeugt wird, wenn das Spiel losgeht. Man kann wohl, oder ich weiß nicht, also man kann wohl irgendwie, oder ich habe gehört, dass das vielleicht geht, sich diese Liste rauslassen beim Spiel. Und dann, ja, und dann weiß man eben genau, was passiert, zu welchem Zeitpunkt, wenn man aufpasst. Power auf Gregor den Zweiten. Machst du heute einen Kommentar zu dem Warhammer 3 Trailer? Morgen machen wir den. Er springt natürlich drauf. Ist ein Gutterrunner. Highbow und Harkon. Du bist leider ein Problem bekommen. Okay. Irgendwas hängt. Bin es ich? Nee. Bei mir funktioniert's. Victory due to withdrawal. Rido hat gesagt. Aha. Na, sieht so aus, als ist dieses Spiel abgesagt worden. Naja. Gut. Black Panther hat keine Lust mehr zu spielen. Wegen meinen cheatenden Skaven. Naja, dann spielen wir mit unseren Grünhäuten. Dann spielen wir mit unseren... Nein, Moment. Nee, okay. Nein, ich nehme alles zurück. Es gibt einen Internal Server Error. Es ist irgendwas ganz anderes passiert. Es ist irgendwas ganz anderes passiert. Was? Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wir waren okay, wenn Black Panther hätte withdrawn wollen, dann hätte er es eigentlich schon zu einem viel früheren Zeitpunkt machen können. Direkt nach dem Feuerball zum Beispiel. Und sagen, er will das nicht mehr. Hat aber nicht gemacht, weil er ein Ehrenmann ist natürlich. Ehrenorks, die wollen immer bashen. Was? Ich glaube, da ist irgendwas kaputt gegangen. Nun gut. Tja, warum Harkon? Gut. Bis gleich. Na Leute. Ah, du hast es. Ist die Serververbindung verloren gegangen? Oder war das jetzt gerade ein automatischer praktischer Sieg für Black Panther, weil ich die Regeln missachtet habe und diesen den Zauber eingesetzt habe? Nein, das ist nur ein. Ich resette das Spiel gleich. Ach komm. Dann gib Black Panther direkt die Punkte. Dann gib ihm die Punkte. Spielen wir mit dem Grünhaut-Team von mir in der CCL weiter. Wenn ich kurz meine, dazu mal was sagen kann.
Ich spiele ja noch in den Playoffs und ich finde das jetzt ein bisschen blöd, da den Zauberer einzusetzen, weil ich könnte noch leveln. Ja. Tut mir leid, wenn ich dir da nee, jetzt... Nee, das ist okay, das verstehe ich. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte, sonst hätte ich schon eher... Ja, gewinnen. Richtig. Verstehe ich vollkommen, ist auch gerechtfertigt und es zeigt, dass Redo und die Liga gut funktioniert und das Regelsystem. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe diese Regel nicht mehr im Kopf gehabt, dass man das nicht ausgeben kann. Und ich habe es dann einfach gemacht, weil es halt ein Skaven-Ding ist. Insofern, alles gut. Wie bitte? Und um die Leute zu unterhalten. Nachteilig für den Black Panther. Ja, ich verstehe das schon. Gut, aber das ist okay. Wir können es auch nochmal neu starten von mir aus. Alles klar. Ich bin jetzt am PC und mach's in einer Sekunde wird's neu resettet. Na dann. Super, danke. Bis gleich. Auf in die zweite Runde. Meh. Ach Leute. So eine Sauerei, wer hätte gedacht, dass wir in dieser Rattenliga, dass hier Regeln eingehalten werden sollen. Das finde ich ganz furchtbar und ungeheuerlich, um ehrlich zu sein. Ungeheuerlich. Nun gut, aber das heißt, die Regeln werden eingehalten. Ich meine, das ist ja was, ne? Und ist es jetzt eigentlich schon wieder zurückgängig gemacht worden? Nein. Es ist allerdings so, dass wir den... Okay. Was ist denn hier los? Nun ja. Also, bei dem Matchup war es folgendermaßen. Ich habe bei Start dieses Spiels mein Extrageld eingesetzt, das ich auf meinem Teamkonto hatte, um einen Zauberer zu kaufen. Und das war allerdings aufgrund des Regelwerkes nicht erlaubt, weil man maximal 40.000 Gold einsetzen darf für aus seinem eigenen Goldvorrat. Und ich habe diesen Zauberer eingesetzt und der war natürlich illegal und deswegen, weil wir sind ja Skaven, ne? Wir sind ja Skaven. Und deswegen wurde dieses Spiel jetzt gerade vom Turnier-Admin Redo zurückgesetzt, was natürlich vollkommen gerechtfertigt ist. Aber aus Skaven-Sicht natürlich absolut unangenehm und unangemessen, nicht wahr? Tja, so kann's gehen. Nun gut, dafür kriegt ihr jetzt nochmal eine Halbzeit. Auch wenn ich immer hungriger werde. Wir können uns in der Zwischenzeit... Oh, Salat ist schon fertig, aber den kann ich nicht essen hier im Stream. Das geht ja nicht, aber wir können uns schon mal den Total Warhammer 3 Trailer in der Zwischenzeit ansehen, während das Match zurückgenommen wird. Da ist er nämlich. Hier. Falls ihr gesehen habt. Also, was haben wir hier? Irgendeine Dame mit Bär? Oder ein Mann mit Bär? Eine Armee des Chaos. Und Arnold Schwarzenegger ist da auch dabei. Richtig, ich habe nicht dran gedacht und den Feuerball des Todes gecastet, der 5 Orks getroffen hat, aber nur einen einzigen gefällt hat. War nicht unbedingt episch. Das ist der Trailer, wir gucken mal rein, weil ehrlich gesagt muss ich sagen, ist der Trailer so ein bisschen unterwältigend. So im Großen und Ganzen. Ne, der Trailer ist schon jetzt raus. Morgen mache ich ihn wieder dazu. Was sehen wir? Ich meine, das wird offensichtlich auch das Intro von Total Warhammer 3. Da steht ein Chaos-Kriegslord, da sind die Kiesleviten. Wir sehen Drachen. Bla bla bla. Da ist ein Bär. Irgendwas brennt. Ein kieslevitischer normaler Soldat. Dann sehen wir hier eine Chaos-Armee. Die sieht in keinster Weise besonders aus. Hier unten sind die Bären der Kiesleviten.
Da kommen offensichtlich ein Haufen Harpien mit dazu, Hunde und ziemlich viele Kornleutlins mit Schwertern. Und sie haben Kanonen. Und da haben wir eine Szene des Kampfes in dem Moment. Ich habe nicht dran gedacht, um den Feuerball des Kohls gecastet. Nun ja, dran gedacht haben wir schon, das stimmt. Vor allem, weil wir von zwei Leuten darauf hingewiesen worden sind. Naja, okay. Wir gucken uns den Trailer einmal weiter an in der Zwischenzeit. Was sehen wir hier? Wir sehen die, ich habe schon wieder die Todesbestien, den Namen vergessen. Wir sehen die kislevitische Damengarde der Zarina. Im Hintergrund sehen wir einen Korn-Chaos-Krieger rumstehen und mal wieder irgendeinen Typ im Wald. Der verbraucht auch nicht so viel Animationsbudget, deswegen easy. Dann haben wir hier einen besonderen Chaoskrieger. Da sehen wir die üblichen Hunde, die sind uns auch bekannt. Da sehen wir den Summon der Zarina, den Riesenbär, den wir auch schon davor gesehen haben. Ein Chaos-Dämon des Korn. Da sehen wir die Korn-Variante im Hintergrund, der Chaoskrieger, nämlich mit zwei Einhandäxten. Und dem Korn-Symbol auf dem Kopf, weil das ist Fashionette. Richtig Fashion. Das heißt, die wissen, wie man sich anzieht. Und da kämpft der Dämon gegen den Summon von der Zarina. Skulls for the Skull Throne. Da ist jetzt wieder ein Bär. Und es wird gekämpft. Und nochmal Bär. Und Bär ist nochmal da. Und dann ist da das Zeichen des Korn. Ja. So im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist der Trailer so ein bisschen meh. Also habe ich versucht, ein bisschen zu bescheißen. Die Antwort lautet ja. Ganz genau. Wir haben versucht zu bescheißen. Und leider, beziehungsweise mir war eigentlich klar, dass das eigentlich zu einer Niederlage führen sollte. Aber komm, Leute, wir sind Skaven. Vielleicht hätte es geklappt? Vielleicht hätte es geklappt. Ja, ich muss zugeben, der Trailer für JoTAL Warhammer 3, der ist echt so ein bisschen meh. Meiner Meinung nach, wir können mal in den Hype-Train reingucken. Aber wir sehen hier schon mal eine Siedlung. Ist das Ingame-Grafik? Das hier ist Ingame-Grafik hier. Vielleicht ein bisschen aufgeschönt, aber das ist eindeutig Ingame-Grafik. Und ich hoffe, es wird eine richtige Stadt sein, mit so richtig Richtung Belagerungsschlacht gehende Gedönse. Schauen wir mal, was unser Hype-Train so macht in der Zwischenzeit. Unser Hype-Train. Wo ist er denn? So, wir sind jetzt im April und ich hab's euch ja gesagt, ne? Ich hab's euch ja gesagt. Aber das ist das Update, genau. In meiner vorigen Version habe ich gesagt, es kommt ein In-Game-Korn-Trailer und jetzt kommt ein In-Game-Korn- und Kislev-Trailer. Verdammt, bin ich gut. Meine Güte. Meine Güte. Ich habe alles vorausgesagt. Aber nee, ich meine, im Großen und Ganzen ist das ehrlich gesagt ein ziemlich, meiner Meinung nach, ein ziemlich langweiliger Trailer. Ich werde ihn natürlich wie blöd hypen, Leute, für alle Beteiligten. Aber ja, ich meine, das gibt die Klicks. Der graue Prophet vom Rido-Clan ist schuld. Es ist schon eine Sauerei, muss ich sagen. Es ist definitiv eine Sauerei für die Skaven. Unser Team ist 1250 wert, sein Team ist 1350 wert. Das heißt, er kriegt 100. Wie viel darf ich jetzt brauchen? Leute, wie viel darf ich jetzt eigentlich benutzen von dem Geld, was ich auf meinem Konto habe? 40.000. Das heißt, es reicht gerade nicht für einen Zauberer. Sauerei. Okay. Ja. Und eine Kettensäge. Okay. Da kostet noch nur 10. Kettensäge. Bomber. Na dann los. Tribe. Apotheker. Gibt so viel Schönes. Genau, werden es lieben. Also es ist... Okay, also wir dürfen den nicht benutzen, weil ich nur 40.000 benutzen kann. Was ist denn das für eine komische Ansage? Wen könnten wir denn noch gebrauchen? Das heißt, ich darf 140.000 ausgeben. Das wäre fast für 100 und dann hätten wir noch 40.000 übrig. Das ist natürlich eine total eklig kackige Zahl, die ich total scheiße finde. Fass, vielleicht ganz nett. Disturbing Presence, aber der hat nicht mal Mighty Blow. Der lohnt sich nicht, den kann ich mir nicht leisten.
Haben wir einen Bomber? Wir haben noch keinen Bomber hier, oder? Nee, wir haben gar keinen Bomber in unserem Team. Insofern geht das nicht. Ja, dann müssen wir uns eine Bribe holen, um ehrlich zu sein. Dann holen wir uns eine Bribe. Na, mehr geht eh nicht. Beziehungsweise ich kann mir nichts mehr kaufen. Ansonsten hätte ich mir jetzt noch einen extra Spieler geholt. Aber, ja, das war's an sich. Mehr geht nicht, weil 50k kann ich nicht mehr ausgeben. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Hamster Mama, danke für den Tee. Leider dauert es hier nochmal ein bisschen länger als erwartet, weil ich versucht habe zu betrügen. Und ich wurde entlarvt. Daumen hoch dafür, wenn ihr Skaven-Tricksereien liebt. Ah, Betrug im Internet. Wenn es nur bei der CDU genauso gerecht und fair zugehen würde. Dann wäre es eine wundervolle Welt. Ich muss gestehen, ich verstehe, warum manche Spieler die Skaven ohne einen Thrower spielen. Weil er wirklich so ein bisschen ein Spieler ist, der so ein bisschen halb nützlich ist, würde ich jetzt mal fast sagen. Außer den Ball aufsammeln. Er ist halt nicht sehr schnell. Er kann prinzipiell ja den Ball transportieren. Aber so richtig gut ist das ja auch nicht bei ihm. Du stirbst übrigens gerne, wenn es um Siegen geht, Baron. Okay. Wir versuchen das einzurichten. Also, naja. Nicht, wenn es nicht sein muss. Ich meine, du brauchst nur noch ein SPP für dein Level-Up. Tja. Und so hat Nuffle Black Panther und seine Panthers Prügelbande in jedweder Art und Weise gut getan. Und sich ihm erfreut. Tja. Tja, wir können nur hoffen, dass unsere Bribe erfolgreich sein wird. Wir treten auf alles, was wir können. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Erstens, also. Good luck and fun, Leute. Ah! Nein, okay, ich hab fast aus Versehen schon geklickt. Oh! Aber es nur ein Stun. Oh, und er kriegt den Ball. Was für eine Sauerei. Nuffle. Was soll denn das? Nuffle, was soll das? Unglaublich. Oder bring viel von ihm um, weil muss ja noch leveln für die Playoffs. So spart ihm dann quasi Zeit. Ja, richtig. Wir versuchen das, aber unsere Skaven sind ja jetzt nicht so mega bekannt dafür, viel anderes umzubringen, aber wir geben uns Mühe. Er macht schon mal einen Cage. Sinnvoll gegen Skaven. Für ihn geht es nur noch um SPP. Für mich geht es um die Skaven-Ehre, die er mir genommen hat. Sauerei. Nun Schubse. Das heißt, er kommt in einen One-Dice-Sign, er geht hinterher, was er bestimmt tut. Ja. Und Block auf Gregor den Zweiten. Und kein Erfolg. Dodge for the win und er kann nicht hinterher. Aber er kann schon, aber dann kriegt er einen Block ab und er tut es nicht. Haut er wieder ab? Er haut wieder ab. Schade. Zu schade. Und ein Schubser. Ja, keine gute Blockrunde für ihn. So, und was machen wir? Oh, ne, erfolgreicher Block.
Monster. Okay, was machen wir am geschicktesten? Hier aufstehen. Mit dem Rattenoger den gegnerischen Blitzer blocken. Dann stehen wir halt mittendrin. Wollen wir das? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber was können wir für Sachen machen? Wir können hier noch einen zweiten Rattenspieler hinstellen. Wir sind ja noch vollzählig. Zum Beispiel God Eater, aber der hat halt keine Skills. Wir können da den Schwarzorg wegblocken. Alternativ hier einen hinstellen, aber an den Blitzer kommen wir halt nicht anständig hin, es sei denn, wir blocken mit dem Rattenoger. Ich meine, warum nicht? Kann man schon mal machen. Oder? Ich meine, den Schwarzorg, der wäre halt auch ganz geschickt. Dann ziehen wir uns halt raus aus der ganzen Situation und lassen ihn kommen. Ist vielleicht auch nicht so dumm. Ja, okay, dann blocken wir den Black Orc. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar geblockt. Können wir uns hier bewegen? Wir können! Ratnogachan zeigt, was er kann. So, dann stellen wir jetzt noch einen weiteren. Eine weitere Sturmratte hier hin. Hier als Support-Verhinderung. Der unglaubliche Hulk. Mal sehen, was mit ihm so abgeht. Bestes Foul aller Zeiten. Eine 4. Eine 4. Oh, das war mal geil. Okay. Eine 4 auf den Verrüstungswurf. 4, 5, 6, eine 7 auf den Injury. Wie ist eigentlich die Injury? Blood Bowl Injury Table. Blood Bowl Injury Table. Das heißt, wir brauchen mindestens eine 8 für ein K.O. Schade. Der Total Warhammer 3 Trailer ist da. Ja, überhaupt, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ich bin nicht sehr beeindruckt, um ehrlich zu sein. Aber ich werde natürlich ein Video machen, das morgen rauskommt. Autsch. Hamsterpunkel, du bist erneut verletzt. Wie das Leben so spielt, nicht wahr? Wie das Leben so spielt. You took one for the team. Now you're out. Tragisch. Dann müssen wir weiterhin auf seinem Schwarzorg rumspringen. Mal sehen, ob er mit seinem anderen Schwarzorg aufsteht. Er wäre der Nächste.
Er steht sogar auf. Wie nett. Oh ne, da sollen wir nicht wegdodgen. Da ist Tackle. Was machen wir stattdessen? Wir können ja einen Gutterrunner, Kenan, rüberstellen, damit wir den Zwei-Würfel-Block haben mit Baron Harkon. Ich denke, das ist in Ordnung. Sehr schön. Gehen wir hinterher? Bleiben wir? Wir bleiben. Ihm geht's gut. Machen wir das 4 plus Foul. Wow. Immerhin Stun. Von Stun in einen weiteren Stun. Das kann sich doch sehen lassen. Tja, was wollen wir dann? Wir können hier einen Skaven hinstellen. Dann kriegen wir einen Zwei-Würfel-Block gegen Blitzer. Ist jetzt nicht super schön, aber können wir machen. Oder wir stellen ihn sogar hier hin. Ist vielleicht auch nicht übel. Oder da. Dann Mighty Blow Block. Von oben. Wow. Schubser. Episch. Das hilft uns ehrlich gesagt nicht. So, dann können wir da stehen bleiben und wir können noch einen weiteren Block wahrscheinlich hinkriegen. Oh, Ratnoga ist ziemlich... Crinehope, nicht schlecht. Pow! Gregor der Zweite zeigt, wie es geht. Aber er steht. Easy, ist ihm egal. Ja, okay. Können wir noch wegdodgen? Nein. Stört es, wenn ich eine Frage zu Warhammer 2 stelle? Nö, überhaupt nicht. Das dauert ja hier jeder Zug ziemlich lange. Hi Sir Sagan, willkommen im Stream. Möge das Glück und Nuffel mit uns sein. Da bin ich der gleichen Meinung. Das wäre eine schöne Sache. Ja, zwei Fouls, zwei Stunts, aber immerhin noch kein Send-Off. Er kann nur einen einzigen Block machen. Das wäre, wenn er es mit Rama machen möchte, muss er mindestens zwei Spieler hier hochschieben. Dann kriegen wir hier oben immerhin die lokale Überzahl. Das ist ganz nett. Und mit etwas Glück kann dann der Rattenoger in den gegnerischen Cage rein. Wer weiß. Ich meine, sieht jetzt nicht furchtbar aus, die Situation bisher. Gerade mal Hamsterpunker raus. Warum habe ich die Skaven für das Turnier genommen? Das war doch ein Community-Wunsch. Was kostet das Spiel, wenn man alle Fraktionen haben möchte? Da habe ich mal ein Tutorial dazu gemacht, zu DLCs.
Was wird hier gemacht? Will er mit dem Troll blitzen? Er will mit dem Troll blitzen. Mit einem Stupid und einem Going for it? Ja, so kriegt er keinen Support. Es bleibt bei einem Würfel. Jetzt hat er zwei Würfel. Oh, ach, warum sind immer nur meine Troll... Was machen wir? Wir bleiben stehen. Aber wir leben noch. Alles gut. Wir leben noch und wenn wir es geschickt anstellen, kriegen wir eine Menge Blocks rein. Hm, Dodge und stirb! Ugh. Ich hasse Dodge Orks. So kacke. Was kostet das Ganze? 15 Euro oder... Also wenn du bei mir auf den MMOGA-Link in der Videobeschreibung gehst, dann findest du... Was machen wir eigentlich hier, um die ganzen Supports zu canceln? Hier ist ein Blitzer. Okay, wir wollen natürlich hier seinen Mighty Blow Rammer Blitzer auf jeden Fall wegblocken, wenn es irgendwie geht. Hier oben brauchen wir nur noch einen Support. Easy. Dann blocken wir den Schwarzorg weg. Obwohl ich eigentlich das lieber mit unserem Mighty Blow machen... Ja, okay, komm. Machen wir hier. Komm, hat funktioniert. Alles gut. Alles gut. Aber es ist ihm egal. Er lebt weiterhin. Vielleicht kriegen wir auch Rammer kaputt. Komm wenigstens auf den Boden mit dir. Ja, auf den Boden geht er. Sehr schön. Gehen wir hinterher, bleiben wir stehen. Wir gehen hinterher. Rattenoger steht leider nicht auf. Das heißt, wir müssen hier noch weitere Spieler aktivieren. Mindestens einen weiteren Gutterrunner, um hier noch den Block rauszukriegen. Nein, 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 ach, Idiot! Doch nicht dahin. Ach Gott, ich Idiot. Bist du dumm. Immerhin, wenigstens ist er zu Boden gegangen. Könnte schlimmer sein. Wo gehen wir hin? Gehen wir dahin. Gehen wir hinterher? Wir bleiben da. So, was noch? Wo kriegen wir die meisten Supports für einen Block? Hier haben wir zwei Supports auf den Black Orc. Hier habe ich einen Support auf einen Blitzer mit Block und Tackle. Zwei Supports. Neun plus ist es halt nicht super. Acht plus. Ich krieg's auf ein 8 plus hoch. Ja, komm. Machen wir. Das ist ein 8 plus. Bleibt bei einem 8 plus. Wow, unsere Fouls, Leute. Ja, in meiner Tutorial-Playliste habe ich irgendwas über DLCs geschrieben. Also wenn man wirklich alle haben will, dann braucht man eine Menge. Also Total War Warhammer 1, bei MMOGA kostet das glaube ich 15 Euro. Total War Warhammer 2 kostet auch ungefähr 15 Euro. Bist du bei 30, hast schon mal 8 Fraktionen im Grundspiel plus
mindestens Bretonen und ich weiß nicht, vielleicht kriegst du auch noch eine andere dazu. Also hast du schon mal mindestens 9 Fraktionen, die hast du auf jeden Fall. Was noch? Dann kommen die ganzen Fraktions-DLCs. Ein Fraktions-DLC kostet mittlerweile, glaube ich, 8 Euro ungefähr. Manche sind ein bisschen teurer, glaube ich. Also 15 Euro kosten sie, wenn die neu sind. Sagen wir, du bist jetzt bei 30, dann nimmst du, sagen wir mal 10 Euro pro Fraktion DLC. Na, immerhin leben wir noch. Wären wir bei 30, hast du dann 19, 11 Fraktionen. Für 50 Euro und wenn du dann noch die. Also, da bist du schon mal 100 Euro mindestens los oder so. Er wiederholt diesen Wurf gegen meinen armen Sarah. Zum Glück. Er springt direkt hinterher. Gierige Sau. Aber ist nichts passiert. Doch, Warmer 1, du brauchst es. Ohne Warmer 1 bekommst du keine Zwerge, kein Imperium, keine Vampirfürsten. Really stupid, das hilft. Keine Vampirfürsten und keine Grünhäute. Die kriegst du nur mit Warhammer 1. Sonst sind die nicht dabei. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, was hier gerade passiert ist. Das ist gar nicht schlecht. Viele Möglichkeiten auf den 2-Würfel-Block. Bäh. Ich meine, wir können ihn niederwresteln. Besser als nix. Liegt er schon mal auf dem Boden? Ist nicht so gut für ihn. Besser für mich. Dann können wir hier aufstehen. Schubser. Schon mal schlecht. Aber der hat geklappt. Wunderbar. So, und seht euch mal an, wer da vor unserer Nase steht. Sein Killer. Wäre doch eine Schande, wenn dem was passiert, nicht wahr? Wäre doch eine Schande, wenn dem was zustößt. Der hat Stärke 5. Der Troll, vielleicht kriegen wir den auch noch. Es sind 2, 3, 4, 5. Ne. Als Bundle gibt's das nicht. Mir ist momentan noch kein Bundle bekannt, dass die ganzen DLCs 7 plus, dass die ganzen DLCs in ein Paket packt. Leider. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Total War Warhammer 3 dann was geben wird. Oh, Leute. Diese Würfel. Laufen nicht zu unseren Gunsten momentan.
Bäh. Ja, sehr gut. Viel besser. Viel, viel besser. Also Leute, dafür wie sehr ich die Grünen heute prügele, würde ich doch mal langsam an ein bisschen Verletzung, also wie ich sie prügele und wie ich sie faule, würde ich doch mal langsam, aber sicher mal ein bisschen was erwarten hier von der Seite. Aber nein. Aber nein. Moment mal. Übrigens, Uncle Phil, ich kann dir, glaube ich, sogar eine kleine Rechnung aus meinem DLC zeigen. Tackle too strong. Aber uns geht's gut. So Leute, ich zeig dir mal meine Rechnung hier im Excel, die ich mal gemacht habe. Hier. Chaos Warriors Race Pack. Gut, das würde mittlerweile 10 Euro kosten, 10 Euro kosten, 10 Euro kosten. Wow. Also da kommt schon einiges zusammen. Also keine Ahnung, ob das Ganze noch diesen Preis hat. Aber wenn du alle haben willst, puh, bist du bestimmt 100 Euro los. Also ich denke, es wäre utopisch anzunehmen, dass da... Wo gehen wir hin? Nach oben? Nach unten? Gehen wir nach unten. Er ist uns nicht hinterhergegangen. Interessant. Aber dafür steht jetzt unser Gutterrunner mit Block. Wo ist eigentlich unser Wrestle Gutterrunner? Hier oben. Help no. Okay, Zeit uns mal hier ein bisschen zu bewegen. Jetzt können wir eigentlich fast schon an den Ball rushen, um ehrlich zu sein, wenn ich mir das so ansehe. Eigentlich können wir jetzt anfangen, den Ball zu rushen. Lad, gerade mit deinem Link, freut mich, herzlichen Dank für die Unterstützung. Ein Going for it hier, machen wir. Schönes Ding. Schönes Ding. So, das ist doch gar nicht mal übel. Gar nicht mal übel, die Aktion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber ich bin der Meinung, du brauchst auch nicht diese ganzen DLCs. Also, mit 4 Fraktionen oder sagen wir nur 8 Fraktionen hast, plus die Bretonen. Du musst unbedingt auf Total War Axis gehen. Total War Axis ist ein... ist von Creative Assembly, also google mal Total War Axis, kommst du recht einfach drauf und dann bist du damit in der Lage, Schubs 1, wow, danke dafür, Loner Success in den zweiten Schubser, Gott, ich liebe meinen Rattenoger, ich hab schon gedacht, er macht Blödsinn. Und es hat sich herausgestellt, er macht Blödsinn. Huch. Ich kann sagen, Total Warmer hat mich viele, viele... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Eigentlich können wir noch seinen Schwarzaug hier einmal blocken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Müssen hier stehen, dann sind wir
in Reichweite. Hier können wir noch einen hinstellen. Eigentlich müssen wir den noch hochstellen. Der muss noch hier hin, damit die nicht weiterkommen. Dann brauchen wir noch jemanden, der den Ball übergibt. Fantastische Würfel. Fantastische Würfel. Hätte ich doch zuerst gedodged hier. Ach, mit Help Now. Da hätte man noch einen Support hingekriegt. Aber nichtsdestotrotz ist die Situation für ihn nicht angenehm. Kann er da noch rauskommen? Schon. Geht. Geht. Jetzt die Frage, ob sein unangenehmes Gefühl so groß wird, dass er anfängt, jetzt den Touchdown zu machen. Wir werden sehen. How's your season going? It's a catastrophe. We had... Nuffle was not on our side. Hä? Was ist das? Sein really stupid Wurf ohne Blitz? Achso, ja, okay, war ein Teammate. Teammate war in der Nähe, alles klar. Es ist not wild animal. Ja, just confuse that. Ach, Block OP. Yeah, Nuffle was not on our side this season. Was a disaster. Bad luck in the first few games. And then I was not able to manage to go into playoffs. Too sad. Too sad. Du findest es etwas unübersichtlich mit dem DLC. Bin ich voll dabei. Das mit dem DLC ist ziemlich unübersichtlich, wie viel es da mittlerweile gibt. Aber ich empfehle dir, du brauchst dir gar nicht alle holen. Hol dir erstmal das Grundspiel und den Free LC über Total War Access. Ich kann dir mal zeigen, wie das aussieht. Total War Access. Und den würde er rerollen. Den rerollt er in einen erfolgreichen Block. Und kein Stun, kein Armor Break. Sehr schön. Und wenn er da hingeht, wird er wahrscheinlich noch ein Cage hier machen oder so. Dieses Total War Axis sieht dann so aus. Und er macht den Touchdown. Sehr schön für uns. Sehr schön für uns. Kriegen wir immer noch einen Gegentouchdown. Wenn er kriegst du hier so eine Seite. Muss dich halt anmelden bei Total War Dashboard und dann kannst du hier, es ist auch nicht unübersichtlich, zum Beispiel den Catch When Spider Shrine dir holen und über Steam dann installieren. Dann kriegst du nämlich eine neue Einheit und da gibt es Gotrek und Felix als neue Einheit und diverse andere Sachen für, vor allem hier, der da unten, Mortal Empires Regiments, Extra Regiments, musst du dir da holen. Da gibt es eine Menge, die du dann noch extra dazu bekommst. Aber es well, Gojira Gaming, as you know, it's Blood Bowl. What can you do? excited for Blood Bowl 3? Of course I am very much excited for that. I already did a few review videos regarding the new rule set with a player who did have the new tabletop game and had access to the rules. And I'm hoping for a preview access to Blood Bowl 3 because there's not really that many German Blood Bowl streamers around. I'm maybe the only one, maybe there's like 3 in total, if at all. So chances are, I think, not too bad. I'm looking forward to to a change in the game. Passing game is going to change, injuries are not going to be that hard as far as I have understood, so definitely looking forward to that. And I'm also definitely looking forward to a touchdown!
I mean, this first half, we still have 3 turns left for Willow's game, should be good. Even if I win, there will be no continuing from here. Very sad. How do we set up? Rat Ogre. Punch this guy. No, I think that's good. Okay, punch this one. I don't got this there. Okay. Mr. Merp zeigt auch manchmal Blood Bowl. Okay. Alles klar. So, Katalea, du darfst hier nach links. Kenan darf hier nach rechts. Sareth, du darfst eigentlich hier nach vorne. Okay, let's go. Du hast es dir verkniffen zu schreiben. Ugh, perfect defense. Naja. Ist auch nicht so tragisch. Merp hat im Finale verloren. In welchem Finale denn? Unten. Oh, und immerhin ein Touchback. Immerhin ein Touchback. Wem geben wir den Ball? Schon unserem Werfer, oder? Ja. Okay, er hat sich nicht wirklich viel umpositioniert. Dadurch kriege ich nicht so viele extra Blocks. Schade. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schauen wir mal, wie das läuft. Gut. Nichts passiert. Nichts passiert. Und nichts passiert. Nun gut. Deutsche Wargamer Liga. Ich muss zugeben, das sagt mir nichts. Aber das ist okay. Okay, eigentlich müssen wir glatt den Blitz mit unserem Rattenoger machen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es reicht uns eigentlich hier zu sein. 1, 2, 3. Okay, dann los. Er hat für alle Rassen Guides gemacht. Okay, cool. Cool. Wusste ich nicht. Okay, Rattenoger Blitz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Okay, Ratnoger Blitz. Ratnoger Blitz. Oh ja. Okay. Cool. Wir haben nämlich den Garder hier festgesetzt. Okay, macht jetzt keinen Riesenunterschied. Aber wir haben ein paar Spieler festgesetzt. Gut, gut. Mr. Merp hatte einen guten Sensei. Das freut mich zu hören. Vielleicht sollte ich mal was mit ihm machen. Wir haben uns mal angeschrieben, aber dann haben wir doch nichts gemacht, weil er macht sein Stuff, ich mach mein Stuff, aber why not? Bist du gut drauf? Wahrscheinlich. Sonst würde er, sonst wäre seine Internetpräsenz bestimmt nicht lange da. Bäh. Muss zugeben, hier die Position von Gregor dem Zweiten, die ist nicht so geil gewesen. Hätten wir anders machen sollen. Ihr macht denselben Stauf. Na, weg. Oh, was für ein eklig erfolgreicher Block. Oh, und auch ein Stun, aber es macht uns hier in der Situation gerade jetzt auch nicht viel aus. Um ehrlich zu sein, bereue ich es auch Storm, Sarath, den zweiten Baron Harkon und alle hier direkt in Kontakt gestellt zu haben. Mit den Grünhäuten hier, das war dumm, um ehrlich zu sein. Nicht die beste Aktion, die ich jemals gemacht habe hier. Puh, und er ist fast in der Lage, alle meine Gutterrunner. Doppelbau, das ist schön. Und immerhin, naja, okay, er ist immer noch erfolgreich, aber er schenkt fest. Und damit ist es für uns klar, was wir machen. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns. Drei plus. Wir haben den Reroll mit Strong Arm. Ist auch ein 3 plus. Ja. Ich denke, das sollten wir tun. Hätten wir sonst noch irgendwas, was interessanter wäre? Nee, die Aktion, das müssen wir machen. 3 plus, 2 plus. 3 plus mit eingebautem Reroll. Aber das bringt nur auf Short, Long, ach, schon ziemlich eklig, dass das nicht auf allen Reichweiten funktioniert. Aber okay. Komm, 3 plus mit Reroll. Und damit haben wir unseren Touchdown. Und den lassen wir uns nicht nehmen, oder? Nee. Obwohl, es wäre schon auch schön, ein bisschen Schaden zu machen. Schubser, genau so. Genau so, Leute, will ich das sehen. Ja, gut. Habe ich noch meine Bribe? Meine Bribe habe ich noch. Meine Fouls waren so ineffizient, dass sie noch existiert.
Oh, die Grünen heute. Naja. Ich schätze, jetzt machen wir den Touchdown. Nice, immerhin. Immerhin. Habe ich nicht gesagt, dass du nicht mit anderen zusammenarbeitest? Nein. Eigentlich nicht. Also, es ist nicht so, als hätte ich prinzipiell was dagegen. Ich habe auch schon Videos mit irgendjemand anderem letztens gemacht, dessen Namen ich leider gerade nicht mehr präsent habe. Soll der Ratnoga einen fürs Team nehmen? Ungerne. Skaven, verzieht euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 2. Wir können es hier hinstellen. Ist okay. Also ne, ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen, mit anderen Leuten was zu machen. Die Sache ist nur eher, ich mache halt die ganze Zeit Content und die andere Seite macht auch die ganze Zeit Content. Ich würde fast sagen, God Eater können wir nach vorne stellen. Von den ganzen Spielern, die ich habe, ist eher noch der, von dem ich sage, naja gut, brauchen wir den wirklich, geht so. Aber der Ratnurge hat mehr Rüstung. Aber wir können an sich mit dem Foul rechnen. Okay. Naja, wir stellen uns schon auf einen Haufen. Okay. Ja, das ist halt irgendwie, muss man auch wieder planen, in den Lebensalltag einbauen, in den Streaming-Alltag einbauen. Heißt jetzt nicht, dass das super schwer wäre oder unmöglich. Ha. Vielleicht sollte ich es einfach mal sagen. Ist ja wie die Streaming-Week. Sobald das mal angekündigt ist, dann ausgemacht, dann geht das auch. Eigentlich. Ich muss einfach nur mal sagen, hey, hast du Bock? Nächsten Samstagabend Stream. Warum eigentlich nicht? Aber ich mach's halt nur nicht. Ihr wisst, wie das ist. Manchmal denkt man sich, sollte man mal wieder aufräumen. Und warum tut man's nicht? Verrückt, ich weiß. Verrückt. One-Turn-Touchdown kann er mit diesem Team nicht machen. Dazu bräuchte er noch einen Gobbo, den er werfen kann. Hätte ich ehrlich gesagt an seiner Stelle schon gemacht. Ja. Ich kenne auch ehrlich gesagt sehr wenige andere deutsche Gaming-YouTuber. Ich spiele so viel selbst. Da beschäftige ich mich schon genug damit. Panthers Prügelbande, extra Reroll. Bringt ihm ein bisschen was. Vielleicht kriegt er noch ein extra SPP. Merm-Streamer von Sonntag bis Dienstag. Jeden Tag? Ununterbrochen. Und um welche Uhrzeit? Wir sind nur gestunt. Ah, fantastisch. Ja, im Großen und Ganzen. Wir haben einen Spieler draußen, er hat noch einen Ersatzspieler auf der Bank. Alles okay. Und nach dieser Aktion bekommt er kein Follow-up. Gregor lässt den Hamster rotieren. Tribut an Naffel, möge er glücklich sein. Herzlichen Dank, Gregor. Oh, der Ball ist nicht aufgesammelt worden. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass Naffel uns gnädig ist. Du müsstest auch irgendwo sein. Du bist schon Gregor der Zweite. Ja, hier, unser Gutterrunner. Weil leider die erste Version von dir unglücklicherweise gestorben ist. Das tut mir leid. Das tut mir sehr leid, dass das nicht funktioniert hat. So, machen wir noch irgendwas? Die Antwort lautet, ne. Wir verziehen uns. Obwohl, können wir da noch irgendwo einen Block reinhauen? Ich hätte 1, 2, 3. 3 Gutterrunner. Nee, wir machen nichts mehr. 19 Uhr bis 0 Uhr. Krass. Krass, krass, krass. Das ist schon eine Menge.
Ich weiß, wie, also die Streaming-Woche vor allem, boah, 19. Jahr. 5 Stunden. Oh, und er hat nichts mehr gemacht. Er hat sich so aufgestellt, wie er bereits stand. Und ehrlich gesagt können wir dann auch direkt so weitermachen, wie wir bereits stehen. Lineman in die Richtung. Den Schwarzog in die andere Richtung blocken. Ja. Hier einmal blocken. Den blocken. Dann Red Ogre hier nach rechts. Und dann schauen wir, was passiert. Nochmal ein extra Reroll für die Bösen. Oh wow. Wir haben den Ball. Wer hätte es gedacht? Das war aber so nicht ausgemacht. Streamt halt auf Twitch. Was sagt ihr eigentlich zu Twitch-Streaming? Gut genug? Ist es besser eurer Meinung nach? Würdet ihr das bevorzugen? Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Sehr schön. Okay, Schwarzorks an der Flanke. Da wollen wir auf jeden Fall noch einen wegblocken. Und einen Foul wollen wir eigentlich auch noch. Sehr schön. Und erneut keine erfolgreiche Aktion hier. Was Foulen angeht, also was Verletzungen angeht. 6 plus auf den Schwarzorg, den machen wir auf jeden Fall. Unser Ballträger ist so ein bisschen exposed. Aber sei es drum. Wie kommen wir da um die Ecke? Wir kommen gar nicht mal so richtig gut um die Ecke gerade. Gutterrunner dürfen mal hier supporten. Sehr schön. Wo schieben wir ihn hin? Am besten hier hin. Stellen wir uns dann dazu. Und vielleicht kriegen wir diesmal ein erfolgreiches Foul. Bisschen unseren Ball absichern sollten wir allerdings auch noch. Okay, dann springen wir mal auf ihn drauf und schauen, was passiert. Und hier stellen wir noch einen hin. Als Unterstützung. Und Schwarzhock treten. 5 plus, komm Leute. Wir haben schon so viele Fouls gemacht. Irgendeiner muss doch langsam mal durchgehen. Bäh, sage ich. Wie stellen wir uns am geschicktesten auf, dass da keiner durchkommt? Ich will nicht, dass er hier einen Support machen kann. Den kann er aber so oder so machen. Deswegen gehen wir vielleicht hier nach oben. Okay. Twitch ist nicht schlechter. Beides ist okay. Danke für die Hinweise. Ja, ich weiß, auf Twitch ist ja üblich zu streamen. Ist da mehr los, eurer Meinung nach, in den Streams? Seid ihr mehr? Weil ich bin eher so ein YouTube-Kiddy. Auch wenn ich kein Kiddy mehr bin. Gregor! Nuffle ist mit ihm. Ein Glück.
Nuffle ist mit uns. Ja, weil ich bin eher so YouTube-Kiddy und gucke mir Sachen auf YouTube an und gucke auch nur auf YouTube. Und Twitch ist so gar nicht meine Welt. Aber ich gucke auch selten Streams an, muss ich ehrlich sagen. Weil ich stream selber. Ja, klar. Und bei Mr. Merb, und hier seht ihr es ja auch, so ein Stream dauert halt schon mal. Foul auf Gregor! So wie es aussieht, will er dann Foul machen. Aber dafür muss er dann noch mit einem seiner Linemans rausdodgen. Weil der macht bestimmt nicht das Foul mit seinem Grammar-Blitzer. Doch! Okay. LOL. LOL. Meh. Wir haben wichtigere Spieler. Interessant. Interessant das Ganze. So, und wie kommen wir jetzt raus? Ich meine, für uns ist der Weg zum Touchdown jetzt mehr oder weniger klar. Hier vorne durch. Aber wir müssen unter Umständen mit einem Block mit dem Rattenoger beginnen, was ich ungerne mache. Der hat die Angewohnheit nicht zu funktionieren und mich in den Tod zu treiben. Aber eine andere Alternative sehe ich gerade nicht. Wir können auch hier nach links. Dann steht unser Rattenoger direkt bei seinen zwei anderen Spielern. Eins, zwei. Aber dann müsste ich wieder einen anderen Spieler vorstellen, um da durchzublitzen. Nee, wir gehen lieber hier rum. Puh. Ich bin glücklich, das hat funktioniert. Wo schieben wir ihn hin? Links, rechts. Eher rechts. Ah, wundervoll. Wundervoller Block. Wir gehen hinterher. Wieder keine Verletzung. Schade. Und wir verziehen uns nach hier drüben. Jetzt müssen wir nur noch halten. Nur noch in Anführungszeichen. Okay. Was machen wir hier? Sollen wir den Schwarzog nochmal faulen? Ist mittlerweile ein 7 plus faul geworden. Kann man schon machen. Hier brauche ich viel zu viele Supports, die kriege ich nie. Der Rattenoge hat Stärke 5, 3, 4, 5, 6, 1, wir brauchen 3 Spieler in seiner Nähe. Das schaffen wir auch nicht. Das heißt, wenn wir faulen, dann müssen wir es jetzt machen. Ja, okay, dann machen wir es auch jetzt. Naja, wenigstens werden wir nicht weggeschickt. Könnte schlimmer sein. Ein Going for it. Bitte keine 1. Ach, ein Glück. Hm.
So, unsere Spieler machen die Fliege. Gut. Und leider hat unser... leider hat es Baron Harkon nicht geschafft. Aber wir sind raus. Den der Touchdown, der sollte funktionieren. Einmal sterben. YouTube ist besser für dich, Show Vorbeck. Nun. Block ist OP, Leute. Oh, ich sehe meinen großen Fehler in meiner Positionierung. Er kann sich direkt neben Wayne stellen, ich Idiot. 1, 2, 3, 4. Ja, er kann sich direkt neben Wayne stellen. Oder? Ja, ich, oder? Ich Idiot. Ja, das wird dumm. Das wird so richtig dumm, er kann zwei Spiele. Richtig dumm. Richtig dumm, Leute. Okay. Er kann sogar meinen Ballträger blitzen. Ach, Idiot. Ich Idiot, Leute. Ich Idiot, warum habe ich das nur getan? Was? Oh. Hä? Deutsch mit Black Orc? Und sogar ein Erfolg. Wirklich. Ja, seine Fouls funktionieren ganz gut. Hi Waldemar, Walter. Willkommen. Warum hat er eigentlich unseren Spieler nicht geblockt? Wundert mich schon ein wenig, muss ich sagen. Ein Würfelblock. Stimmt nicht. Das ist jetzt schon ein bisschen ungünstig. Nein, ich stelle hier den Support hin. Und blitze mit God Eater. Das ist es doch. Er hatte schon geblitzt, ach so. Naja. Mit God Eater blitzen und danach links abhauen. Oder hier blitzen. Dann haben wir immer noch zwei. Ne, wir müssen mit God Eater blitzen. Ja. Zum Glück reicht uns ein Schubser. R-
Oh, da ist die 1. Zum Glück haben wir nichts anderes gemacht. Deswegen leben wir jetzt noch. Ja, das sieht jetzt ehrlich gesagt nur so mäßig gut aus. Die ganze Situation. Wayne könnte einen Touchdown gebrauchen. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt einen Touchdown machen. Denn besser wird es nicht. Immerhin. Touchdown für Wayne. Einen ganz großen. Ganz großer. Ganz großer Stormburner. Ein kleiner Unterstützer. So, also, wir haben bestimmt 5-mal gefoult oder 6-mal. Es hat bisher noch keine Auswirkung gehabt. Sehr schade. Unsere Anzahl an Spielern wird immer kleiner. Er wird auf jeden Spieler, den wir ihm geben, eintreten. So viel ist sicher. Naja. Viel können wir hier ehrlich gesagt nicht machen. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge für seinen Touchdown. Auch für ein Org-Team geht das. Kann man schon was machen. Kann man viel machen. Vor allem gegen so ein kleines Skaven-Team. Und wir müssen Skaven-mäßig super aggressiv sein. Aber Panther spielt vorsichtig gegen die Skaven. Hat in den anderen Spielen auch immer mindestens 2 Blitzer abgestellt, um den Ballträger zu verteidigen. Nicht zu gierig. Außer hier, gegen God Eater. Naja, das heißt sie gierig. Er will halt Mighty Blow Piling on hier haben. Ah, Leute, ich habe extra die Bribe geholt. Wir haben die ganze Zeit gefoult, so viel gefoult. Das war alles für nichts. Bäh. Oh, nur ein Quick Snap. Keine gute Runde. Nuffel mag uns nur so mäßig, muss ich sagen, in diesem Spiel. Aber wir haben trotzdem was Gutes draus gemacht, glaube ich. Immerhin nicht zu viele Doppel-Einser gewürfelt. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Ansonsten keine weiteren Aktionen. Der Ball liegt in Reichweite unseres Gutter-Runners. Katalea, du darfst. Oder Kenan. Oder vielleicht sogar Helpno. Natürlich springt er drauf, klar. Ah, God Eater. Dann ist er halt weg, oder? Dead. Fantastisch. Fantastische Würfelaktion hier. Danke, Apotheker. Danke. Bye, Baron. Gute Nacht und Dankeschön. Hoffe, es hat dir gefallen.
Es wird noch einen weiteren Blood Bowl Stream diese Woche geben für das Grünhaut Community Team in der CCL. Das ist nämlich ganz unterhaltsam, finde ich. Interessant ist, dass er seinen Sure Hands Werfer draußen lässt. Das heißt, er riskiert, dass er den Ball nicht einsammelt. Ja, er hat jetzt nur 90%. Wenn ich meine Waldelfen da damals so angesehen habe, gehen 90% Chancen in mindestens 3 von 7 Fällen schief. Autsch. Die Verwundungswürfel hätte ich auch gerne. Easy. Brauche nicht mal einen Reroll. Das können wir nur hoffen. Sogar ein Pass in den Cage? Für extra SPP. Bäh. Bäh. Dodge hat uns gerettet. Jetzt wünsche ich mir den Feuerball her. Ich wünschte ihn mir so sehr. Ich wünschte mir den Feuerball her. Und der wäre richtig nett. So, er hat ein volles Team. Ich habe kein volles Team. Mehr Blood Bowl. Wenn wir hier reinblitzen, blitzen wir von einem Zwei-Würfel-Block in einen Einwürfelblock. Ist natürlich schlecht. Aber was sind die Alternativen? Uns hier hinstellen. Und alles geben. Beziehungsweise, nee, das hilft ja nicht. Er hat ja immer noch den Support da an der Stelle. Von seinem Blitzer im Zentrum. Ein 6 Dodge? Bäh, nee. Auch der 5er ist nicht so super gut. Ich glaube, dann machen wir lieber was anderes. Und zwar wieder auf seinen Rammer drauf treten. Nur Rattenogger läuft. Gut. Nur ein Schubser, bäh. Das ist ja mir wieder grauenvoll schlecht. So bin ich's gewöhnt. Nix ist faul. Irgendwann wird's doch mal funktionieren. Und nächster Blitz. Immerhin geht jemand zu Boden. Oh mein Gott. Ah, wir haben einen Removal. Der natürlich mit dem Apotheker heilen kann, was er dieses Mal nicht tut. Krass. Neun Foul. Blech. Ach, wegen diesen ganzen anderen Ogern. Nee. Ach, wegen den
Ist alles nur so mäßig gut. Vor allem, er steht dann auf und bekommt dann Instantan. Cancelt meine Assists. Blockt hier. Naja, schade. Schade. Vielleicht können wir da im Anschluss noch Cyberpunk spielen, falls da jemand Lust drauf hat. Aber ich muss noch einmal ein Video für den Trailer machen, der rausgekommen ist. Das brauchen wir auf jeden Fall. Fünf Spieler gehen hier auf Ballsicherungstour. Da hilft natürlich Kena, der Gutterrunner. Eigentlich unser Wrestler besser. Hey, der Ratnug hat ja ein Stück Käse auf seinem Arm. Hab ich noch gar nicht gesehen. Wie liebevoll. Wie liebevoll designt. Der Troll ist leider nicht dumm, aber immerhin wird es nur ein Schubser. Wo schubst er sich hin? Direkt neben einen anderen Gatter. Das ist doch ganz interessant, die Situation jetzt. Oh, Sidestep rettet uns. Und damit meine ich Dodge. Und Sidestep natürlich auch noch. Okay. Dann wird es Zeit, mit dem Rattenogre in den Cage reinzuspringen. Na dann, Crinehope. Du hast bisher nicht viel erreicht. Zeig diesmal, was du kannst. Er zeigt, was er kann. Oh ja. Oh. Oh. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Nicht schlecht. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin angenehm angetan. So, und was jetzt? Cage Diving? Meh. Zwei rote Würfel auf den Schubser hoffen. Geht auch, kann man machen. Gegnerische Spieler aufhalten, definitiv eine gute Idee. Okay, damit hätten wir einen aufgehalten, aber es hilft natürlich jetzt nicht sonderlich. Er kriegt bestimmt seine zwei Würfel gegen den Rattenogre. So viel muss er sich da auch nicht anstrengen. Wenn wir hier Baron Harkon freikriegen würden. Das wäre schon eine gute Sache. Zwei rote Würfel, wir brauchen nur einen Schubser. Oder wir machen lieber den Dodge.
auf 3+. Ich will nicht, dass der Garde hier stehen bleibt. Ich befürchte, wir müssen dodgen und das Beste hoffen. Wayne, tu, was du kannst. Dodge erfolgreich. Und jetzt nochmal einen Dodge. Den müssen wir irgendwo hinstellen, damit unser Rattenoger geschützt ist. Stellen wir ihn hier hin? Nee. Wir stellen ihn hin, sodass seine Spieler blockiert sind. Ist eigentlich ganz gut hier, oder? Okay. Ich glaube, hätten wir noch eine bessere Position hinkriegen können. Aber so im Großen und Ganzen, Rattenoger am Ball, Cage überall gebased. Weiß ich nicht, mit der Position von Baron Harkon, nur ein Schubser. Position von Baron Harkon bin ich nur so mäßig zufrieden. Er kriegt aber keinen 2-Würfel-Block mehr hin gegen den Rattenoger und das ist schon mal gut. Und Stand-Firm haben wir auch noch. Beziehungsweise doch, er kriegt es hin. 1 mit dem Troll. Mit dem Troll geht's noch. Also der 2 Supports. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit einem Going for it. Oh, wie eklig. Jetzt kommt der Blitzer mit Mighty Blow und Piling on. Obwohl, nee. Er muss noch jemanden hinstellen. Okay. Erstmal einen Block gegen den armen Wayne. Aber wir leben. Aber das Gute wird auch sein, er hat dann eigentlich keine Spieler mehr, um sich richtig zu verteidigen. Weil er jetzt alles braucht, um auf den Rattenoger zu gehen. Ja, oder er macht hier auf der linken Seite eine neue Verteidigungslinie. Versucht da rauszulaufen. Rattenoger hat den Tail, also den Prehensile Tail, Schwanz. Sorgt dafür, dass er nicht auf 3+ hier rausdodgt, sondern auf 4+. Schon riskant. Ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Und er wird nicht den Block gegen Keen an den Gutterrunner machen, weil ich dann nämlich direkt mich wieder, wenn er nur einen Schubser hier kriegt, mich direkt vor seinen Blitzer stelle. Und ja, den würde er vielleicht machen, wenn er mit dem Blitzer schon weg ist. Okay, damit ist klar, er will hier nach links in Sicherheit kommen. Was gegen die Gutterrunner schwierig ist. Jetzt kommt der Blitz. Oder will er sich rausblitzen? Oder will er doch auf 4+ dort? Er hat gar nicht geblitzt. Okay. Ein Würfelblock. Ach komm. Sauerei. Das hätte doch bestraft werden müssen bei der Aktion. Die Aktion hätte echt eine Bestrafung verdient, meiner Meinung nach. Immerhin Schubser. Der war gut. Für mich. Oh ja. Oho. Ein Würfelblock gegen den Ballträger. Plus Sidestepper überall. Rattenoger darf von mir aus aufstehen. Er kann. Oh, eine schöne 6. Okay, hier rüber. Jetzt haben wir schon einen Würfelblock. Geht das noch besser?
Mit Wrestle zu blocken ist besser als mit Block zu blocken. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, die Aktion. Wir können noch ein 3 plus riskieren. Wir könnten hier reingehen. Moment. Aber der kriegt haufenweise Supports. Wir haben einen Support, wir müssen die anderen zwei canceln, damit wir zwei Würfelblock mit unserem Baron Harkon bekommen. Das heißt, ein Gutterer nicht hier. Wenn er sich hier hinstellt... Ne, das reicht immer noch nicht. Oh, Moment. Ich sehe da noch was. Stormvermin hier rein. Alle Supports canceln. Dann. Ja, wir kriegen einen 2-Würfel-Block. Wir kriegen einen 2-Würfel-Block. Oh nein, das habe ich nicht richtig gesehen. Nee, okay. Nee, wir machen den einen Würfelblock. Mit einem Going for it. Was soll's. Das war dumm. Ich habe gedacht, es geht besser, aber es. Schubser. Und wir haben ihn! Oh mein Gott, wir haben ihn. Allerdings sind 3 Tackle-Zonen, das ist nicht optimal. Ein 5er Pickup machen wir nicht. Obwohl, ehrlich gesagt, haben wir was zu verlieren. Der Ball kann hier hingehen, das ist besser für ihn. Unseren Reroll haben wir schon aufgebraucht. Und da ist uns das Glück leider abhanden gekommen. Nun ja, immerhin, der Ball liegt. Schwarzochs überall. Ein Sidestepper direkt am Ball mit Block und Dodge. Also er braucht die 6, um den Sidestepper wegzubekommen. Immerhin. Könnte schlimmer sein. Könnte besser sein. Aber es ist nicht das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Abgesehen davon, wenn er jetzt weiter solche guten Blocks würfelt. Nun gut, wir hätten ihn, den Ball, bei der 1 hier hätten wir den Ball nicht eingesammelt. Er hat keinen Reroll zum Einsammeln, weil Kerr mit dem Frosch draußen gelassen hat. Oho, Katalea wird vermutlich jetzt gleich von Grishnak geblitzt werden. Das lässt uns aber immer noch zumindest 2 weitere Gutterrunner. Und er muss immer noch den Ball aufsammeln. Wieder ein Bone Real Chaos, genau. Eine zweite Runde machen wir auch noch. Also nicht heute, aber diese Woche. Oh. Okay. Wo gehen wir hin? Nach oben? Nach rechts? Ich glaube, ich hätte lieber nach links unten gehen sollen. Das wäre wahrscheinlich geschickter gewesen. Aber immerhin, der Reroll, den hat er aufgebraucht.
Kenan lebt. Gute Arbeit, Kenan. Und 4 plus Pickup. Aber gut. Es sind nicht meine Spiele, deswegen wird es wahrscheinlich funktionieren. Und Reroll aufgebraucht. Wie schön. You name Lord Boysen. Willkommen im Blood Bowl. Dem Spiel, was eine wundervolle Kombination aus Glücksspiel und Schach und Fantasy Football ist im Warhammer-Universum. Ja, alle lieben es. Hast du den Trailer gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich bin nicht megamäßig beeindruckt, um ehrlich zu sein. Das sieht so aus, als würde er hier faulen. Aber an den Ball kommen wir eher nicht mehr ran, so wie das gerade aussieht. Bäh. Warhammer ist immer gut. Ja, die haben da ein gutes Universum aufgebaut in den letzten 40 Jahren. Oder 50. Puh, naja, er hat noch eine Menge Züge, um den Ball aufzusammeln. 3 Tackle-Zonen um den Ball herum. Ach. Ratnugger steht nicht auf. Ja, es wird schwierig. Du hoffst immer noch auf die Oger. Doch, doch. Die Oger kommen. Die Oger kommen. Das ist, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ein Total War im 40k-Universum kommt. Vorstellbar. Ugh, das sind meine Blocks. Danke. Das sind die Würfel, die ich kriege. So, unseren Sidestepper, den werden wir natürlich hinstellen. Wir haben 2 Sidestepper am Ball. Nett, aber nicht unbedingt fantastisch. Weitere Spieler zum Ball. Das war die 6. Sehr schön. So, was machen wir mit ihm hier? Mit Baron Harkon. Willst du aufstehen? Du stehst auf. Zeig, was du kannst. 2 rote Würfel gegen einen gegnerischen Blitzer. Wollen wir den machen? Nee. Puh, dann schauen wir mal. Er hat noch 2 Züge, er muss noch den Ball aufsammeln mit Geschicklichkeit 3. 3 meiner Spieler direkt in Kontakt, 2 davon mit Sidestep und alle mit Block und alle mit Dodge. Kein Erfolgsgarant, aber ist okay. Dawn of War. Da kann mir schon vorstellen, dass auch 40k mit Total War funktioniert. Man müsste es ein bisschen natürlich anders machen. Kluger Troll. War nur einmal doof über das ganze Spiel.
Interessant. Alles wird um den Kenan, den Gutterrunner, gestellt. Uns geht's gut. Na, was nimmt er? Sidestep bedeutet für uns, wir gehen einen Schritt nach unten. Und er macht nichts. Okay, okay. Und zweite Aktion. Oh, ho, ho, ho. Block und Dodge. Sein Reroll will er natürlich nicht aufbrauchen. Und wir stehen immer noch. Ziemlich lebensmüde, die Skaven. Kena, du kriegst wahrscheinlich auch noch ein Fett weg. Ja, Dawn of War war nicht so... Dawn of War 3, habe ich gehört, war nicht so episch, aber okay. Kann ja sein, dass sie es mit dem vierten Teil noch besser machen. Ich glaube nicht, dass die Franchise tot ist. Dafür war sie zu Das wird ihn ärgern. Den muss er eigentlich rerollen, oder? Oh, ho, ho. Sidestep für uns. Wir gehen nicht auf den Ball. So, zwei Tackle Zones. Wer hätte das gedacht? An den kommt er nicht mehr ran. Und erneut nur ein Schubser. Oh, er kann mich, okay, könnte mich vielleicht auf den Ball schubsen, aber ich würde nicht auf den Ball gehen. Ich würde an seiner Stelle jetzt den Schwarzsorg auf den Ball schieben und hoffen, dass er besser zum Liegen kommt. Er macht was ganz anderes. Okay. Okay. Ihm ist es zu riskant, dass der Ball irgendwie an einer anderen Stelle landet, die noch ungeschickter für ihn ist. Ja, was jetzt? Und was machen wir eigentlich im nächsten Zug? Für uns 1... 5 plus Picker? Ugh. Er kann ihn sogar werfen. Niemand hat den Ball, aber er liegt besser. Für... die Grün heute als zuvor. Okay, was machen wir? Ja, wir müssen, eigentlich müssen wir das weitermachen. Block auf den Ballträger. Mit Rattenogre. Wir müssen allerdings einen weiteren Gutterrunner hinstellen, damit wir nicht in die zwei roten Würfel reinlaufen. Mit dem Folgeblock. Stärke 5. Dann kommt nämlich ein Einwürfelblock, den will ich nicht haben. Nein! Ach, da ist die 1. Herzlichen Dank dafür. Danke, Naffel. Naja. Und wohin schieben wir das Ding jetzt? Wild Animal Erfolg. Schubser, schon mal schlecht, aber gut, dass wir den Gutterrunner dorthin geschoben haben. Und nochmal ein Schubser. Boah, unsere Gutterrunner sind so vollgepackt, die kommen ja nirgendwo hin.
Ich meine, nochmal auf den Ball. Oh meine Güte! Seht euch diesen Ball an! 4 plus Dodge ist nicht so super schön, muss ich sagen. Puh! Oh, das ist echt nix hier. Reroll ist auch schon weg. Ich meine, den will ich nicht so blocken mit einem Würfel. Ich kann nicht riskieren, dass Wayne hier zu Boden geht. Boah, 4 plus Dodge, ne? Muss dann wohl so sein. Oh meine Güte, wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Und wir haben den Ball. Warum bin ich weggegangen? Da hatte ich doch einen Support. Ich Idiot. Oh Gott. Ich Idiot. Warum bin ich da weggegangen? Das war so richtig dumm gerade, die Aktion. Shit. Ja, den kann ich jetzt nicht mehr machen. Unser Sidestep-Gutter-Runner, den dodgen wir nicht auch noch raus. Na dann. Ja, oh, der Troll ist dumm. Das ist schon mal schön. Das hilft. Und das hilft nicht. Ja, wir haben den Total War Warhammer Trailer 3 angesehen. Stimmt, wegwerfen! Gregor, ich habe nicht dran gedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht, hier den Ball wegwerfen können. Oh, Baron Harkon. Ein wenig glorreiches Ende für ihn. Aber er hat ja selbst geschrieben, wenn er... Er stirbt gerne, wenn wir dafür gewinnen. Leute, 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 wir haben so viel gefoult, das hat nie funktioniert. Tja... Unser Apotheker hat uns auch nicht geholfen. Und da ist ein letzter Reroll weg. Nice. Aber nichts passiert. Tja, Leute. So wird's gemacht. Die Skaven haben dieses Spiel gewonnen. Fair and square, leider. Und sogar eine 4 gewürfelt. Nicht, dass sie uns viel bringt. Oh, Crying Hope bekommt das Level up. Wie nett. Wie nett. Gar nicht mal schlecht von den SPPs hier. Gar nicht mal schlecht. Wir haben uns gut geschlagen. Das Spiel sieht interessant aus, ist aber schwer zu verstehen. Ja, es geht. Es geht. So viele Regeln sind es eigentlich gar nicht. Da muss ich schon ein bisschen drauf einstellen. Wild Animal war okay. Es ging, um ehrlich zu sein. Aber ich habe auch häufig, ohne zu blitzen, es benutzt. Insofern in Ordnung. Unsere Casualties waren grauenvoll. Wow. Wow. 6 Casualty-Würfe. Keine. Bäh. Wow. Boah. Das. So, jedes Mal, wenn jemand verletzt wurde, war er direkt raus. Naja. Rüstung war meh, aber es ist ein Skaven. 0%, das war schon echt schlecht. Dodges waren okay. Ja. Panthers Prügelbande. Ja, nicht wirklich viel gepasst und gecatcht. Seine Rüstung war jetzt nicht mega gut dafür, dass es grün heute waren. Seine Injuries dafür extrem gut und seine Casualties auch. Really stupid war, denke ich, auch angemessen. Eigentlich ziemlicher Durchschnitt hier. Keine wirklich besonderen Ereignisse, abgesehen von den Casualties. Die habe ich gespürt, die habe ich gespürt. Die haben uns gut abgehakt und gekillt. So, was machen die Block Dice? Block Dice waren unsere Ratten. Ganz okay dabei, also ganz gut. Keine
Immerhin diesmal halbwegs ordentliche Pounce geworfen. Da bin ich glücklich darüber. Und bei den Grünhäuten eher ein bisschen mehr Schädel. Er hatte seinen 3-Würfel-Block, den er mal gemacht hat mit dem Reroll. Der war ziemlich wichtig gegen Kenan. Bester Mann. Nicht so viele Powers, muss man sagen. Nur 10 Powers. Jetzt in Grenzen. Aber ich glaube, wir hatten beide mal einen Double Skull gehabt. Hier ist ein Double Skull und bei mir gab es auch den Double Skull. Insofern. War jetzt nicht. Okay, ein bisschen weniger. Ja, okay, hatte nicht so viele Powers. Das hat bestimmt nicht geholfen. Aber dafür waren die durchgegangen sind, extrem effektiv. Ja, und damit sind wir durch mit der Naga-Frühlingsliga. Und ich muss zugeben, eigentlich waren die Rasen-Riesenratten gar nicht mal so schlecht. Wenn ich bedenke, wie sie angefangen haben sie sich dann doch ganz gut hochgekämpft. Und Wayne, ach, immerhin Wayne kriegt ein Level up. Eine 5. Der darf dann natürlich Pilingon kriegen. Unser Killer. Nicht, dass es noch einen Unterschied macht. Leider. Ziemlich viel Verletzte aus dieser Runde rausgekommen. Aber im Leaderboard, ich denke mal, wenn man bedenkt, wie hart Nuffle zu uns war, war das in Ordnung. War das in Ordnung. Wir hatten definitiv den Einzug in die K.O.-Runde verdient. Aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Wie sieht's in der Liga Kopf aus? Boah, 5-0 gegen die Granny Smith, was ist denn da los? Ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich auch besser durchgekommen. Hier gibt es nur 8 Spieler. Ich war sowieso im schwierigeren Team. Sauerei. Sauerei. Gut, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. GG. An Panther. Nette Runde. Wir machen beim nächsten Mal Blumble weiter mit den Hamster-Moschas in der CCL. Ich bin gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und genießt eure Feiertage.